Ja, das ist hier eine Endlos-Treppe. Da ist auch mal eine Tür. Was ist hier oben? Nix. Hier rieche ich mal kurz. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon alle gesehen. Und die können nicht so großartig viel hier. Das, ich meine, das ist ein Gebiet, das sollte man eigentlich machen, wenn man den Grumblebear bekommen hat. Gleich danach. Ich meine, deswegen geht mir auch so nicht EP. Das ist halt irgendwie ein Level, keine Ahnung, Level 20 Gebiet oder so. Oder 15 mit 20. Welches Level haben wir beim Schamata Forest? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber, naja, so. Wo haben wir denn hier? Da haben wir OBS. Ich muss mal kurz auf die Uhr, auf die Aufnahmezeit gucken. So. Ah, ist wieder ganz zu Flash. Ibizel ist der Emperor of Dreams. His castle sits on the nexus of all dreams. How many centuries have we been trapped? Time melts into a foggy, endless dream here. Okay, dann wird es mal Zeit, euch zu befreien, ne? Ach, das habe ich in der Hütte noch so sind. Egal. Oh, sie hat gerade mal einen Hit gelandet. Einen Crit gelandet. Ein Hit, genau. Die trifft auch sonst nie. So, da war das nur, glaube ich, rausgekommen. Irgendwann müssen wir hier wahrscheinlich auch mal durch, denke ich. Irgendwie. Also wahrscheinlich gut gesetzt der Teleport. Wenn man nicht auf dieses Ruckeln achtet, dann kriegt man gar nicht mit, dass man teleportiert wird. Von daher. Okay. Na, die Bücher kann ich leider nicht lesen. Ah, okay. Passiert was, wenn die Zeit... Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die Zeit abläuft. This world is unraveling. Unraveling oder unraveling? I can feel the seams beginning to warp. Soon, Ibizel will sleep. And once he does, it will be the end of us all. Okay. Und dann hier. Ach, ist einfach wieder eine Tür, okay. Ich glaube, das war's aber auch bei der Tür, ne? Deswegen gehen wir da erstmal durch. Ist noch einer? Welcome, wir haben Stumble. Also das haben wir doch schon. Okay. Bin ich jetzt quasi im Kreis gelaufen? Oh. Ein Abitur Escape, ja, komm. Wow. So. Gut, das ist die Frage, ob wir da bis zu einem bestimmten Punkt warten müssen, dass die Uhr da, ich will nur einfach mal raten, 0 Uhr Punkt oder so, muss ich da wieder hinlaufen. Das gibt's doch, so ein kleines Rätsel, davon gestrichen. Hier war keine Tür. Ich frage nur, woher kriege ich raus, welche Uhrzeit ich nehmen muss da? Weil ich habe das Gefühl, dass das wieder auf eine bestimmte Uhrzeit warten müssen und dann können wir die Treppe hoch, eventuell gegebenenfalls. Da hier. Ich guck einfach mal eben kurz hier ein Ding ist nach. So, under the ice. Hm.
Ach so, okay, das ist ganz einfach. Es sind ja wahrscheinlich einzelne Maps hier und wir können jetzt, dadurch, dass wir jetzt in der richtigen Map sind, wenn wir jetzt hier reingehen, müsste jetzt eigentlich die Treppe nicht endlos sein. Ja, genau. Okay, und jetzt können wir nämlich den Endboss machen. Oh, keine Ahnung, wie ich ihn reden soll. As a dreamer wandered this far. Oh, ah, du siehst interessant aus. How peculiar. It's already unusual for a dreamer to sleep into my realm, but to make it this far. You are dreaming deep, indeed. Oh, but dreamer. We have come so far, but I must turn you away. I've grown so tired. You see, I've been awake for, well, since the beginning of things, I imagine. Can you understand this weariness, dreamer? Even you, who sleep so long, dream so deep. Even you should remember what it means to be tired. Can you fathom how tired an eternity makes you? I have to sleep soon, dreamer. Even if it means the end of the world, I'm powerless to prevent the encroaching clouds of sleep from enveloping me. You would stop me, dreamer? How? I cannot die. Why would you deny me this rest? A rest that was promised to me by my body so many years ago. Do you cling so tightly to your own life? What a selfish boy you are, dreamer. I will remove you from my realm, and then I will claim my promised sleep. Okay. Lethargy, okay. Schön, dass du gleich mal sowas als erstes machst. Ja. Was machen wir denn jetzt? Können wir irgendwas klauen? Nein, können wir nicht. Ich glaube, du bist wahrscheinlich nicht so stark, oder? Greifen wir einfach mal an. Einmal mal gucken, wie stark er ist. Oh, es geht tatsächlich sogar. Ja, nerven, okay. Moderat viel nur. Hält nicht wirklich viel aus. Und der kann einschläfern, natürlich ist er knapp. Klar kann der einschläfern, aber das ist jetzt auch nicht so viel, was schlimm ist. Enters your Nightmare. Ja, gut, das hätte wahrscheinlich jetzt Schaden gemacht, wenn irgendeiner geschlafen hätte. Gehe ich von aus, aber es schläft keiner. Deswegen tschüssi! $1,750 EP, $800. Nice. Und der Ding ist sogar noch ein Level ab. Der gut. Okay. Dreamer. Dreamer. Selfish Dreamer. Dream your selfish dreams a little longer. Longer. Sleep is inevitable. Bla. Ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen. Keine Ahnung, wie spricht man das aus? Google. Inevitable. 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 Inevitable.
ich kann es nicht aussprechen, invertible oder so. I can hold it off no more easily than you can hold off waking up. Ja, nee, muss OBS, das OBS so. Okay. Gitarre, wir haben eine Gitarre bekommen, cool. Das ist wahrscheinlich einfach nur wieder ein Dings hier, ne? Gitarre da. Ach, Mystical Set. Plus 3 Attack. Magic Strings prevent this form going out of tune. Oh, die Award-Spieler. Mann. Immunize. Was ist das denn jetzt schon wieder? Outfits, Manuals, Immunize. Dishes Immunize. Jonathan only. Ja, super, der ist mal wieder nicht da. Protects against common stealth effects for few turns. Oh, das ist auch ganz interessant. Ironis Jonathan hätte ich auch gerne mal wieder. Nochmal Teiler. Und die Gruppe finde ich eigentlich gar nicht so schlecht so als Kombo. Bisher, muss ich zugeben. Hey, it's Master Criminal. Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich für Punch. Teaches Master Criminal. High Steal Rate. Once per Battle. Ah, okay. Das kann aber endlich ausrüsten. Naja, das ist dann eher was für Punch. Glaube ich. So, wie komme ich denn da? Hier komme ich jetzt raus, okay. So, ja, ich will zu einem safe place. Gut, damit haben wir das ist auch abgeschlossen. Das heißt nämlich, ich kann den Fermata Forest als abgeschlossen markieren. Und Another Eyes. Hatte sich das eigentlich gemerkt beim letzten Mal, dass ich da Sachen markiert habe? Ja, okay. Tatsache. Geht tatsächlich. Und Smile kann ich, glaube ich, auch als abgeschlossen markieren. Giant Garden. Oder weiß ich noch nicht, ob ich die. Oh, habe ich da die Dingens Beehive? Ja. Giant Garden Underground. Ach, stimmt. Hier habe ich. Ah, das habe ich auch noch nicht gemacht. Aha. Stimmt. Da, wo ich dann letztes Mal abgehauen bin, weil ich dachte, ich bin zu schwach. Das heißt, das machen wir auch mal eben. Habe ich noch genug Zeit, oder? Ja, knapp eine halbe Stunde, also. Jetzt muss ich bloß erstmal wieder gucken, wo lang das im Fick ging. Ich hätte nämlich wieder mal absolut keine Ahnung. Geh, man, ich hoffe, gesagt, die Gegner, die sind jetzt wirklich viel zu schwach, als dass die wie irgendwas erlernen könnten. Ja, boah, diese Löcher. Ich krieg's mein Leben lang nicht hin, oder? Glaube ich. Mal zur 5 oder so. Ich hab's vergessen, wo es lang ging. Ich glaube, hier ist es relativ richtig. Sehen wir es aus, als wäre wieder ohne Grund. Hier. Genau, hier ist die Spinnhöhle. Die haben wir noch nicht gemacht. Ich könnte mich zwar heilen vorher, aber ganz ehrlich, ich glaube, brauche ich das nicht unbedingt. So, genau, dann muss hier lang und hier durch. Und jetzt können wir hier runter. So, ich bin gespannt, ob Gegner jetzt zu schwach oder zu stark sind. Mal sehen, was er sagt. Ah ja, ich bin anscheinend schon zu stark für die Gegend. Mit dem Clicking Sound. Obwohl die schon ganz schön etwas aushalten. Ja, außer also er macht 600 Schaden. Images from the Darkness. Weiter. Wow, 4-5. Aua. Das war auch ein really hard Angriff. Oh, 1600 EP. Ja, jetzt sind wir doch mal hier so langsam richtig vom Schwierigkeitsgrad her. Danke. Endlich mal Herausforderung, ey. Meine Fresse. Die letzten paar Dungeons waren viel zu einfach. Finde ich. So. Aber könnt ihr euch noch erinnern, wo ich noch zu schwach war für? Was ist das denn? Das ist einfach nur Kristall. Okay. Das sah ein bisschen gruselig aus wie ein Stück Gewebe oder so.
Warum kann ich das verschieben? Ja gut, damit die Viecher trotzdem relativ schnell. Dick, danke. Relativ schnell erledigen. Aua. Was ist das denn? Bitter. Aha, okay. Und die Gravity, okay. Die anderen sind natürlich gelähmt. Ja, ganz toll. So. Aua. Oh Gott. Ja, danke. So. Das ist Level 57. Und der Kichnervel ab. Sehr gut. So. Ach, das heißt, wir sind mit dem auch schon wieder. Das heißt, wir können jetzt eigentlich den nächsten Level, ne? The Rebel Squawker. Boah, das kann ich nicht greifen, okay. Füglich denn, da bist du. So. Boah, sehe ich fast gar nichts hier, Alter. Und das in so einem verwinkelten Dungeon ist ultra super nicht. Oh Gott. Oh, was ist das? Okay, jetzt habe ich einen Scheiner betätigt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Na komm. Rück. Danke. Oh, ich sollte Edge vielleicht mal heilen. Das wäre vielleicht mal sinnvoll. die machen ganz schön Schaden. Immer noch. Aber es ist eine gute Möglichkeit zu leveln. Vor allem dadurch, dass die Imaginations dann jetzt ja immer noch durch die Positive Work Effect gut leveln. So. Ist hier oben, hier ist nix. Hier. Hier war der Schalter. Ist nix. Ups, egal. Hab ich außen weggedrückt. Aus Reflex. Oh, ich mir doch ein Sick gut, dass Helga dagegen immun ist. Boah, der kann dann noch sich heilen, ernsthaft. Du. Also ist aber natürlich kein. Heilung mehr. Jimmy. So und tschüss. Aber klingt, wir gehen ja auch ganz schön Geld. Was ist draußen schon wieder? Hier. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Boss hier auch noch mal ein bisschen herausfordernd wird. Hoffentlich. Ich habe mich gerade ernsthaft verlaufen. Ah, hier, okay. Hier ist der Ausgang. Okay. Nee, hier geht's da lang. Jetzt sehe ich auch wieder ein bisschen mehr. Boah, dieser Spider geht mir so auf den, Spitter geht mir so auf den Sack, ne? Mit seinem scheißblöden ständigen Vergiften. Vergiften, Mann.